Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Of Legends. Ja, ihr hört schon die gruselige Stimme im Hintergrund. Ey, Ja, das weil ist nicht nett. jetzt werden sich einige sehr wundern, denn der Lucian geht hoch zur Top. Ja, das ist ein sehr lustiges Game. Ich wollte unbedingt ADC spielen, um euch zu zeigen, wie ich mit Lucian spiele. Also ich habe aus einem Mal jetzt gespielt, da habe ich voll abgekackt. Ich hatte 13-10, aber ich hatte 300 Farms. Das fand ich sehr geil. Ich finde ihn zum Farmen mega genial, weil alle seine Attacken auf Minions anwendbar sind. Und darum habe ich mir gedacht, ey komm, weißt du was? Schokoladest du drauf, gehst auf die Top und ich spiele gegen Wukong. Also von daher sollte das eigentlich klappen. Hoffe ich. Ich sag dir, wenn das nichts wird, ne? Dann wird niemand jemals etwas davon erfahren. Ja, ich kann versuchen zu ganken, weil ich probiere mich jetzt langsam mal als Jungler, da ich mittlerweile Dann nimmt er natürlich Jaco, den größten Top-Champions Fehler, den er habe. nehmen kann. Tja, ne? Ich habe mittlerweile für die Top-Lane-Champions, für die Bot, für die Mid. Das Einzige, was ich nicht dienen kann, ist, sag ich mal so, Jungle. Deswegen will ich das jetzt ein bisschen üben, damit mir das jetzt endlich scheißegal sein kann, auf welche Lane ich gehe und ich das Ding trotzdem einigermaßen gut Lol, reiße. wieso sind hier zwei auf der Top? Das macht man manchmal so. Aber auch nur wenn ich mit Leuten wie dir zusammen spiele, ey, ohne Mist. Nee, ist mir aufgefallen, in letzter Zeit wieder verstärkt eigentlich. Nein, eigentlich nicht. Das ist das Dümmste, was man machen kann, weil dann hat man keinen Jungler und kann nicht genug farmen. Und natürlich gehe ich mit Lucian gegen die beiden alleine, ey. Ich freue mich jetzt schon, ohne Mist. Es geht auch voll in die Hose. Ich hab nicht mal einen Teleport Könnte mit. passieren. Gut, hätte ich Teleport gehabt, wäre ich jetzt auch gestorben. Ne, die haben Jungler. Ne. Ne, die haben keinen Jungler. Die sind zu zweit auf der Top. Vielleicht geht gleich noch einer in den Jungle von denen. Ne, geht nicht. Glaube ich nicht. Wird ein schweres Game. Und ich habe natürlich jetzt erstmal voll verkackt am Anfang, weil ich erstmal zurückgehen musste. Die lassen mich natürlich auch nicht farmen. Und weil ich gerade mit denen Quatsch. telefoniere, ist mein Sound übelst leise. Bam bam bam. Weiß nicht, soll ich mal hochkommen? Du könntest gleich am Anfang mal ganken, ja, das wäre eine Idee. Damit ich beruhigt farmen kann. Ja, warte, warte. Sag dir aber Bescheid, wann. Level dich erstmal auf Level 3 hoch, damit du alles einmal hast. Oder nee, lass deine... Ja doch, tu alles skillen. Jeden Dings einmal. Ja, na, ich hatte bis letzte Runde habe ich zugemacht. Erst Ohohohoho. alles. Nee, jetzt bin ich schon wieder weg, ne? Nicht mit mir, Kleiner, nicht mit mir. Beim erst oh, gell, und dann macht er hier erst das Blut, ey. Soll ich noch was dazu sagen? Nein. Anscheinend machst du dein Ding auf der Top auch ganz gut. Das finde ich gut, ey, wie die versuchen, mich reinzurennen. Irgendwie total sinnlos. Der Vorteil ist natürlich, wenn die keinen Jungler haben, kann ich Ja, ganz beruhigt auch bei denen. du kannst dir den hier Red und Blue Buff holen, das solltest du sogar auch machen. Und ich gehe jetzt mal back mit 1000 Gold gleich zum Start. Das gefällt mir mega gut, ey. Nö, ich kann mir da, wisst ihr, wenn die, solange die keinen Jungler haben, kann ich mir damit ja ganz viel Zeit lassen. Ja. Weißt du, da habe ich ja keinen Druck. Von daher stört mich das gar nicht. Und ich brauche mir auch keine Gedanken machen, dass mich irgendjemand gankt. Das außerdem, Und hab genau. 2-0, ey, ich glaub's nicht, ich hab echt 2-0. Ich muss doch meinen Jump dafür racen, oder ich hab meinen Jump sinnlos dafür geracet. Aber ist ja auch vollkommen egal. Was hättest du auch ohne Jump überlebt? Ja, ich war, die haben mich im Tower engaged, weil sie zu zweit waren. Haben sie gesagt, oh, wir sind die Besten. Ja, dann hab ich Das hab halt, ist immer so eine als Sache, Lucian hab ich ja noch ne? einen Special Jump, ne? Ich kann da nochmal extra jumpen. Ja.
Pass auf, ich komme mal mit hoch kurz. Ne, jetzt ist gerade sinnlos, jetzt sind sie gerade weg. Aber da jetzt der eine ist, und, der eine hat glaube ich, der ist im Busch jetzt da unten. Wir könnten uns, ja, ja. Den, wir könnten uns den in den Busch holen, wenn du möchtest. Ich habe Leben genug, ich habe auch Heiltränke. Ja, jetzt ist aber Wukong noch da. Ja, die sind doch die ganze Zeit zu zweit schon. Nee, klar, aber... Weiß ich, ob das jetzt so viel Sinn macht, auf den im Busch zu gehen. Weil ja klar, weil dann springe ich runter, ich habe doch so einen Sprung, ich kann ganz schnell runterspringen. Dann springe ich runter, kill den Typen und dann gehen wir uns auf Wukong los. Jetzt, Koko, los, komm. Okay, warte. Spring rein. Go, go. Go, go, auf den Typen weiter draufhauen. Auf den Typen, Typen. Oh mein Gott, hau drauf. Nice. Super gemacht. Na? Sag ich's nicht? Ach, mir gefällt das. Das gefällt mir doch mega gut, ey. Nee, muss ich wirklich sagen, also mir gefällt Jacko wirklich. So. Siehst du, du kannst mir ruhig öfters vertrauen. Weil das Schöne ist, ich habe noch 5 Heal-Tränke dabei gehabt, das heißt, ich bin gleich wieder aufgehealt. So. Ich will jetzt noch eine Wave hier. Moment. Oh, oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich tot. Bin ich genau unten. Jetzt bin ich tot. Komm schon, Sprung! Oh, sie haben mich nicht gekillt. Er ist mir nicht weiter hinterhergerannt. Er hätte mich jetzt... Das wäre jetzt der Punkt gewesen, wo er mich hätte tauern dive'n können. Tja. Oh mein Gott, ey. Dass sie da zu zweit... Wie viel Leben hatten die noch, wo die dich da... Die waren full life, aber auf Level 1 tower dive'n ist schon ziemlich dämlich. Das ist gewagt, ja. Das kann klappen, aber... Und ich habe jetzt 2 Kills und 2 Assists. Du hast 2 Kills, also wir tun hier übelst trocken. Bleib am besten ein bisschen oben, falls ich deine Hilfe nochmal brauche. Ja, stimmt, das nicht. Tu halt dein Red Buff hoch. Oder mach's einfach so, du farmst hier im Jungle und du farmst hier im Jungle. Weißt du, wie, dass du hier... Ja, ja, deswegen. Dass du gar nicht deinen anderen Jungle nimmst, sondern ihn herpendelst. Und sobald ich... Noch fix den Red Buff noch mal holen. Und sobald ich hier oben gegen 2 dominiere... Kannst du dann auf den anderen Lanes ganken. So, meine Ulti habe ich gerade gewastet. Weil ich ein bisschen farmen wollte. Das Lustige ist, die können auch gar nicht farmen, die beiden. Die farmen sich alles gegenseitig weg. Das ist immer so dieser Vorteil, wenn du halt Leute hast, die, weiß ich nicht, sich nicht wirklich absprechen oder frag mich nicht, woran sowas liegt, aber... So. Oder einfach Unwissen. Ich denke aber auch, ich renne in den Busch rein, oder? Gehe ich jetzt hier unten in den Jungle rein, ne? Ich tue mir gerade mein Mana aussparen, dass ich wieder mein Mana dazu bekomme. Wenn du genug Mana hast, dann sagst du Bescheid, dann... Die engagen schon wieder. Also die haben beide noch Full Mana, ich muss hier aufpassen, dass ich überlebe. Guck mal, wo der sich reinstellt, das ist so geil. Gott. Weiß man immer nicht, ob man Mitleid hat, mit solchen Leuten haben soll oder... Wie sie jetzt gucken, jetzt kommen sie wieder, weil sie gemerkt haben, ich habe sie gesehen. Ich stelle mich hier im Fluss in den Busch. Nee, im Farm brauche ich noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Die zu engage wäre jetzt zu hart, weil ich kein Mana habe. Ich nutze mein Mana gerade so, nur zum okay. Wegrennen. Und wieder hinkommen. Aber langsam wird's knapp hier mit dem Leben. Wie gesagt, wenn du... Jetzt kann ich gerade ein bisschen farmen. Und danach muss ich sowieso weggehen, also von da... Wenn ich weggegangen bin, dann können wir ruhig
dann meinst du, können wir mal einen Angriff starten. Jo, weil guck mal mein Leben gerade an, weil ich hier gerade mich in den Farm reingestellt habe. Damit der Farm nicht zum Nexus vordringt, zu meinen Dings vordringt. Oh, jetzt tut er mich diven. Boah. Ich dachte, das wäre lustig geworden, wenn er mich jetzt halt versucht zu diven. Ich komm hoch. Falls er diven sollte. Also wenn er das jetzt macht, dann... Ich hab meinen Heal, ich hab meinen Jump, ich hab meinen Special Jump noch. Ich warte mal hier im Gebüsch noch ein bisschen. Ah, nee. Na komm mit. Ne? Nee, macht er nicht, schade. Jetzt kann ich gleich kriegen. Weiß nee, nicht, kriegst du nicht. Lassen lieber. Der andere ist auch noch hier, gell? Ja, deswegen, das war jetzt meine... Das wäre jetzt vielleicht nicht so dolle. Mayonnaise, 25 Power. Ich hole mir das hier mal. Obwohl, nee, das ist glaube ich besser, wenn ich mir ein bisschen mehr Mana hole. Gegen zwei Leute. Aber es geht ganz gut ab da oben. Der eine hat 30 Farm, der andere hat auch 30 ungefähr. Ich habe 50. Da hab ich ja sogar mehr. Ich hab nee, die können 33. Halt nicht, die können halt nicht, die haben nicht mal 30. Ich würde aber aufpassen, ich glaube der eine jungelt jetzt bei denen. Also sollte es mittlerweile okay. Über dem sein vom Level her. Nee, da ist er wieder. Doch, da ist er. Oh fuck. Schaffst du's? Ja, klar. Ich komm hoch. Also ich bin hier. Wenn du Probleme hast, sag mir Bescheid, dann komme ich zu dir. Guck dir mal sein Leben an. Frag mich jetzt nochmal, ob ich Probleme habe. Ich habe sein Leben nicht gesehen. Wo ist er? Steht er am Tor? Ja, hier, steht hier drinnen. Komm, go, go, go. Go, go, greif an, greif an, greif an. Hier, den Typen, nee, der hier. Kann er gehen. Was? Warum hat meine Box jetzt nicht angegriffen? Ja, die brauchen ein bisschen, bis er angreift. Oh, das ist auch ein bisschen sehr komisch da. Aber ich habe noch einen Kill bekommen. Das passt schon. Ich habe ja, ich hab 3-1-0. Ich bin davon ausgegangen, dass meine Box vorher auslöst, bevor... Aber ich sag halt, dass ich auch schon 2 Kills. Also ich bin jetzt das erste Mal gestorben. Naja, okay. Der hat... Oh, Alter, der Farm da oben. Der Farm da oben. Ich hätte doch Teleport mitnehmen sollen. Nein! Komm schon, Farm! Obwohl, ich bin zweimal... Ich habe mich zweimal gerettet dadurch, dass ich kein Teleport dabei hatte. Komm schon! Go, 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 go. Sei natürlich... Red und Blue Buff, glaube ich, sogar dadurch verloren. Das ist natürlich doof, ne? Ganz gut. Ja, das lag halt echt daran, dass hab mich mit der Boxenzeit, sag ich mal, so ein bisschen verschätzt. Oh, da ist hier, das wusste ich doch. Warum wusste ich, dass der hier ist? Vor allem hatte ich ihn ja fast schon. Ich habe ihn ja eigentlich fast schon gekillt. Ne? Jetzt bräuchte ich doch ein bisschen Hilfe hier oben. Die wären langsam ziemlich gut. Oder ich werde ein bisschen risky. Also die haben wirklich absolut keinen Farm. Ich lasse jetzt mal wieder rankommen. Ich lasse jetzt mal wieder rankommen an meinen Tower. Der ist auf jeden Fall noch der andere. Jo, da hatte ich gesehen. Jetzt hat er das Ding gerade geworfen. Jo. Ich gehe wieder in den Jungle. Ah, der andere ist auf jeden Fall noch hier. Da ist er. Vorsicht! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Mit 5 Leben! Alter Schwede! Wollten die... Hab ich ein Schwein gerade, ey!
wieder beide in den Busch drin, ich fass es nicht. Hör doch mal auf, da oben. Ich glaube den Wukong. Stell's mal ein Wort rein. Ja, ja, die, die versuchen mit den Gangs alles Mögliche zu machen. Warte, 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 warte. Tu die da oben noch ein bisschen engagen. Stell mal ein paar Boxen. Stell mal hier ein paar Boxen auf, so dass sie es nicht sehen. Ein bisschen weiter weg, am Tower dran, falls sie uns diven wollen. Und dann lasse ich dafür. Okay. 3, 2, 1, go. Schade. Toll. Oh nö. Schade eigentlich, das wäre mega cool gekommen jetzt. Da hätte man die jetzt richtig dran gekriegt, ne? Okay, du solltest vielleicht ein bisschen farmen, aber pass auf der Jungle auf Worte mal ein bisschen. Hörst du? Ja, ich hab grad kein richtiges Gebüsch. Mit Jaco würde ich immer auf die Lantern gehen, hörst du? Genau, weil die, die Lantern hat auch ein Wort, das weißt du schon, gell? Ja, ja. Du, dann setz den mal. Der sitzt doch hundertprozentig immer noch hier drin, ey. Wollen die mich denken, ja, ich bin so blöd und raff das nicht? Stop camping in bushes. I know it. Camping. Camping. Und da kommt er raus. Übelst geil. Boah, der Schaden, ey. Dieser Schaden. Was, den du machst oder den der Gegner macht? Den ich mache. Der Gegner macht doch keinen Schaden. Ja, wie gesagt, aber gerade nicht so den Überblick, was auf deiner Lane abgeht. Wunderschöne Dinge, würde ich sagen. Oh. Guck dir mal diesen Wort von mir an. Exzellent. Ne? Ich fahre mit meiner Ulti, ich habe 100 Farben. Der Gegner hat 35 und 44. Da sind die Gegner, okay, alles klar. Vor allem, wie die beiden Angst vor mir haben, das ist so cool. Vorsicht, die gehen runter. Wohin die gerade? Warte, 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 ich komm runter, ich komm runter, ich komm runter. Komm zu mir! Lol. Er hat sie beide gekillt. Auch nicht schlecht. Kann man schon mal sagen hier, also das war schon jetzt echt gut, was er da abgeliefert hat. Ja, ist halt ein Z, ne? Darfst du nicht unterschätzen, die sind nicht umsonst so OP. Ja, ich habe aber schon ganz schön schlechte Sets auch gesehen. Ja, es kommt immer auf die Spielweise an, aber normalerweise sind Sets ziemlich gute Spieler. Das ist wie Katarina. Die selbst wenn du schlecht bist, kannst du damit Kills ohne Ende machen. Das stimmt aber. Also, was die da habe ich letztens gegen eine gespielt. Das war echt der Wahnsinn. Ich habe den Turm zerstört. Und hab den ihm sogar noch entkommen, ey. Ich muss zwar alles wasten, aber ich bin entkommen. Obwohl, ne, ich brauch doch gar nicht weggehen. Ich habe ja noch drei Heal-Tränke. Gut, dass du gewartet hast. Also ich bin jetzt Level 10. Ich bin Level 11. Ash ist Level 9. Ich komme halt ein bisschen schwer voran. Ich glaube aber wirklich, dass ich auf seine Ulti reinfalle. Aber Bot ist nicht so dolle. Zed ist auch gerade mal, ist schon Level 12, aber Bot, Ash ist gerade mal Level 9. Ja, das ist normal, also Level 10. Vom Gute, ja, die Bots hier loosen ein bisschen ab gerade. Also da hat gerade der Supporter irgendwie ein höheres Level als der ADC, das ist...
auch das ist normal, kann normal sein, wenn der ADC stirbt, weil der Supporter, der wird ja meistens nicht angegriffen, das heißt, der bleibt länger auf der Lane. Oh fuck, da ist Morgana am Busch. Jetzt würde ich aufpassen. Verpiss dich da. Ich setz hier mal noch eine Box hin. Wie sie geht. Und die wollten mich... Die Frage ist nur, wohin geht sie? Und die wollten mich nicht ADC gehen lassen. Sie geht sterben, habe ich so das Gefühl. Oh, hinterher. Bleib du mal oben kurz. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Mach keinen Scheiß da oben, ey. Du feedest nicht meine Lane, verstanden? Hatte ich eigentlich auch nicht vor. Die sind so schon nicht unbedingt schlecht. Kann ich sie wirklich gar nicht vertragen, wenn die gefeedet sind. Dann habe ich meinen Tower jetzt aber verloren. Anscheinend... Weil ich habe die ganze Zeit nicht meinen Tower verloren. Ich lasse dich 10 Sekunden da oben, ne? Und mein Tower ist tot. Also, so wie es aussieht, scheinen die sich jetzt abzusprechen. Die sind nämlich zeitgleich auf mich drauf gesprungen. Ja, weil sie gemerkt haben, dass ich nicht mehr da war. Die haben gesehen, dass ich unten war und haben sich dann gegen dich verschworen halt, ne? So, jetzt komm hier. Go, go. Drauf. Ich hoffe, du kommst jetzt. Ne? Vorsicht, nicht der, der da, drauf, oh. Drauf! Weg! Naja, wenigstens kill. Komm schon, stirb! Und? Und ich hab meine Ulti noch. So. Also ich muss sagen, mir gefällt Lucian wirklich mega gut. Ich verstehe jetzt auch, warum ich gegen Lucian keine Chance habe. Also der braucht jetzt wirklich... Okay, bei mir ist es eigentlich genau andersrum, dass ich... Ja, also gegen Lucians habe ich eigentlich fast immer eine Chance. Gut, hier und da gibt es immer mal Spieler, die, weiß ich nicht, da haben sie guten Tag erwischt oder die ziehen einen mega ab. Ach, aber Morgana war mit oder was? Morgana ist die ganze Zeit bitte. Habe ich gar nicht, ich habe nicht drauf geachtet, wer mit war. Alter, Trash 044, Ash 132. Wie sind der ADC gefeedet? 4-1-0. Ja, 4-1-2. Ich komme hoch in die Mitte. Also, dass die Bot so ein bisschen nachlässt, das könnte uns echt noch zum Verhängnis werden. Ja, komm mal mit runter zu dem ADC von denen. Die haben Twitter als ADC. Ui. Das kann ich zum Beispiel nicht leiden. Also Twitch ist scheiße, ja, deswegen gehe ich doch jetzt auch nicht alleine drauf, ich bin ja nicht blöde. So, go.